erwarten weitere Sanktionen gegen Russland erlassen. Die Staatsoberhäupter von Venezuela oder Nicaragua haben sich hinter das Vorgehen Russlands gestellt. Ein Land hält sich aber weiter im Hintergrund. China. Warum ist das so? Unser Korrespondent in Shanghai, Martin Azurandi, sagt, für China ist das Ganze ein Balanceakt. Die chinesische Regierung geht hier einen schmalen Grat